Ja, willkommen zu meinem Vortrag über Contao und DevOps. Ich hätte es wahrscheinlich umgekehrt schreiben sollen, weil es geht hauptsächlich um das Thema DevOps. Das Thema ist sehr, sehr, sehr breit gefächert und deswegen werden wir in viele Bereiche halt nur sehr oberflächlich einsteigen. Aber es soll euch so ein bisschen so den Gesamtüberblick geben und wenn ihr euch dann näher mit dem Thema beschäftigt, dass ihr so zumindest so ein paar Einstiegspunkte habt und das im Groben irgendwie dann schon mal gehört habt. Gestern, wer den Vortrag von Tobias Dürr gesehen hat, da wurde das Thema ja auch schon mal angeschnitten. Da wird man ein paar Parallelitäten erkennen, aber zumindest hier in dem Vortrag sind dann halt auch andere Tools dann halt zum Einsatz gekommen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Daniel Schwipperich. Ich bin der CTO sozusagen bei der E3N GmbH und Co. KG. Also dafür auch verantwortlich, dass unsere Entwickler halt möglichst optimal und effizient arbeiten können und dazu zählt halt auch das Thema DevOps. Manche kennen mich vielleicht von der CTS GmbH. Wir sind Anfang des Jahres fusioniert und dadurch haben wir jetzt quasi ein Unternehmen, können größere Projekte zusammen angehen und wenn ich sozial aktiv bin, dann auf Twitter. Eher wenig, aber wenn, dann ist es halt auch arbeitsrelevant, also nichts von meiner Familie oder sonst irgendwas. Ich habe es bisher nie geschafft, den Vortrag innerhalb einer Stunde abzuschließen. Deswegen werden wahrscheinlich halt Fragen am Ende offen bleiben. Wir haben zum Glück im Anschluss direkt die Mittagspause. Da könnt ihr mich gerne fragen und ansonsten schreibt ihr mir einfach eine E-Mail. Und da stehe ich dann auch gerne Rede und Antwort. Ganz kurz zum Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf die Systeme Magento, Contao und Symfony. Entwickeln größere Symfony-Applikationen auf Microservice-Architektur. Und auch besonders Magento hat einen relativ hohen Umsatzanteil bei uns im Unternehmen. Und auch hier sieht man, wir haben verschiedene Systeme. Wir versuchen DevOps so aufzusetzen, dass wir es halt möglichst umfangreich in allen Systemen gleich einsetzen können. 14 Mitarbeiter, davon der meiste Teil dann halt auch tatsächlich Entwickler. Und durch die Fusion haben wir jetzt zwei Standorte in den beiden Karnevalshochburgen Mainz und Köln. Ich habe mit Karneval gar nichts zu tun. So, die Agenda, was wollen wir uns heute anschauen? Also zum einen geht es um das Thema DevOps allgemein. Dann schauen wir uns GitLab und GitLab CI an. Das ist ein Tool, was wir jetzt seit mehreren Jahren verwenden und was ein relativ großes Spektrum von DevOps abdecken kann. Dann gucken wir uns das Thema Docker an, also besonders für die lokale Entwicklung. Wie man jetzt Docker dann in der Cloud einsetzt, wie man das Ganze deployt. Da könnt ihr euch direkt den Nachfolgevortrag von Martin Helmich anschauen. Und der zeigt dann, wie das dann halt richtig funktioniert. Und wir machen dann nur einen ganz kurzen Überblick drüber. Ja, und dann möchte ich eine kleine Live-Session tatsächlich auch machen, weil ich werde jetzt wahrscheinlich sehr viel, sehr schnell dann halt reden. Und dann schauen wir uns dann auch mal kurz ein Praxisbeispiel dann halt an, wie ich jetzt so ein Docker-Contao-Setup dann ans Laufen bekomme. Und dass das eigentlich halt relativ einfach ist und dass man auch keine Angst vor Docker haben muss. Den letzten Punkt werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde die Slides nachher online stellen. Da gibt es dann auch noch ein bisschen was halt zum lokalen CI und wie ich Task Manager wie Gulp und Grunt einsetzen kann. Ja, DevOps. Was ist das? Was bedeutet das? Wenn man das bei Google sucht, dann findet man sehr viele verschiedene Grafiken dazu, sehr viele verschiedene Erläuterungen. Ich habe jetzt hier eine Grafik genommen von OpenSUSE. Die fand ich relativ prägnant. Wir sehen hier 8 verschiedene Phasen. Eigentlich in jedem Bild, was man dazu findet, es gibt immer diese Phasen, aber die sind anders benannt, die sind unterschiedlich angeordnet in der Reihenfolge. Also es ist halt kein festgeschriebenes Pattern oder sowas, sondern wenn ihr das im Unternehmen einführt, gehört es halt auch zum Teil der Unternehmenskultur und jedes Unternehmen adaptiert das dann für sich nochmal selber. Ganz kurz die Phasen. Wir haben eine Planungsphase. Wir erstellen User Stories. Für diese User Stories erstellen wir dann halt entsprechende Tasks, die die technische Definition dann enthalten. Wenn wir das gemacht haben, dann steigen wir dann halt auch in die Entwicklung ein. Lokales Setup, PHP Storm mit einer lokalen Docker-Umgebung zum Beispiel. Die Applikation muss, bei PHP haben wir das Glück, dass wir eine Interpretersprache haben, aber auch hier müssen wir häufig dann halt Sachen zusammenbauen, zum Beispiel mit Composer. Das passiert halt in der PHP-Entwicklung eher dann halt parallel dazu. Jeder sollte die Phase Test haben in seinem Entwicklungszyklus. Mit Contao ist es ein bisschen schwieriger, dann eine vollständige Testabdeckung zu haben. Wenn ihr reine Symfony-Entwickler zum Beispiel seid, dann ist das
eigentlich Usus. Wenn ihr Magento 1-Entwickler seid, dann habt ihr gar keine Möglichkeit, das zu machen. Ja, aber ihr solltet das so gut wie möglich halt integrieren. Dann haben wir den Release und den Deploy-Prozess. Das geht quasi in diesen Operations-Bereich dann halt über, wo dann halt Continuous Integration Server zum Einsatz kommen. Und dann haben wir noch die Operating- und die Monitoring-Phase. Und ja, als nächstes wollen wir uns mal anschauen, was denn so für uns als PHP-Entwickler oder Web-Entwickler da für Tools in diesen einzelnen Phasen zum Einsatz kommen. In der Planungsphase sind das halt Projektmanagement-Tools, Issue-Tracker, da haben wir GitLab, GitHub, sehr oft bei Open-Source-Projekten, oder halt auch sowas wie Jira. Die unterscheiden sich, Jira ist zum Beispiel ein Projektmanagement-Tool, wo halt sehr viel Konfiguration notwendig ist. Dafür ist man halt sehr flexibel, kann seinen ganz eigenen Workflow abbilden. GitHub und GitLab verfolgen da eher so diesen Weg Convention over Configuration. Das heißt, man richtet sich da an Best Practices und kann dafür dann halt schneller loslegen. Ja, in der Development-Phase, nur ist nur ein ganz kurzer Ausdruck, wir arbeiten mit Docker für die lokale Entwicklung. Git sollte mittlerweile jeder einsetzen. Zum DevOps-Teil gehören auch tatsächlich dann halt IDEs. Ja, sowas wie PHP Storm nimmt relativ viel Automatisierung ab. Und Automatisierung ist eigentlich das Stichwort, was ich auf der vorherigen Folie schon hätte erwähnen sollen, wo es halt beim Thema DevOps geht. Ja, also DevOps versucht diese Phasen, die wir eben gesehen haben, in einen einheitlichen Fluss zu bekommen und alles zu automatisieren, sodass wir relativ wenig manuelle Benutzerinteraktionen haben und damit halt auch das Fehlerpotenzial halt möglichst niedrig halten und halt den Ausstoß, das Emitten von Software-Inkrementen halt möglichst hochhalten kann. Ja, Testing habe ich jetzt auch noch um diesen Part QA erweitert. Ich finde, das ist halt auch ein sehr wichtiger Punkt. Also nicht nur, dass wir halt Unit-Tests schreiben, gerade wenn man halt auch in einem Team dann halt zusammenarbeitet, sind so Dinge wie das Einhalten von Coding-Standards. Ja? Keine Ahnung, die einen verwenden halt am Ende einer Array-Definition immer noch ein Komma, die anderen lassen es halt weg. Das können wir über Coding-Standards alles definieren. Dafür haben wir automatisierte Tools, wie zum Beispiel PHP CodeSniffer von Sebastian Bergmann, der ja auch gestern hier gewesen ist. Und damit können wir diese Sachen validieren und überprüfen, dass diese Dinge gar nicht erst ins Git-Repository reinkommen, remote, sondern nur, wenn sie halt direkt unseren Standards entsprechen. Dann haben wir noch hier aufgeführt Copy-Paste-Detection, Mess-Detection, PHP-Scan. Wer kennt PHP-Scan? Dave, gut. Statischer Code-Analyzer, der stellt schon vorab sehr viele Fehler im Code fest, bevor sie halt überhaupt ins System dann halt ausgerollt werden können. Ist ein sehr praktisches Tool und hilft enorm bei der Entwicklung, logische Fehler zu vermeiden. Zum Beispiel, dass ich einen Parametertyp übergebe, der an der Stelle eigentlich gar nicht dann halt erfordert ist. Ja, und dann haben wir noch die ganzen Linter. Wir haben den PHP-Linter an sich. Und ja, die meisten werden wahrscheinlich auch mit JavaScript oder SCSS irgendwann mal so ein bisschen in Berührung kommen. Auch dafür haben wir die ganzen verschiedenen Linting-Tools, die auch in dieser QA-Phase dann halt zum Einsatz kommen. Ja, im Build-Prozess selber, da haben wir Tools wie Task Manager, die uns halt unterstützen, aus der JavaScript-Welt, Gulp und Grunt und natürlich halt auch der neueste Shit, dann halt Webpack. Auch mit Symfony integriert, dort haben wir noch auf Webpack selber Encore drauf sitzen, was es halt dem PHP-Entwickler nochmal ein bisschen leichter macht. Funktioniert auch ausgesprochen gut. Composer sollte mittlerweile jeder hier kennen, brauche ich nicht zu erwähnen. Auch damit kann ich nicht nur Dependencies nachinstallieren, auch da habe ich eine Art Task-Management. Ihr kennt diesen Befehl Composer Run Script. Ihr könnt Composer-Plugins schreiben, die auf Events entsprechend reagieren können und halt auch Installationsroutinen dann halt durchführen. Also ihr müsst nicht irgendwie das in JavaScript mit Gulp und Grunt oder sowas halt schreiben. Da könnt ihr auch Composer verwenden. Wer einen PHP-Task-Manager nutzen möchte, Thing ist zum Beispiel eine Alternative. Da kann ich meine Tasks dann halt auch in XML dann halt definieren und Thing ist selber in PHP geschrieben. Ja. So, auf der Operations-Seite, da kommt dann halt Continuous Integration zum Einsatz. Ihr seht, ich habe jetzt unter Continuous Integration Build Test nochmals halt aufgeführt. Man sollte sowohl in der lokalen Entwicklung, muss ich meine Applikation halt für die Entwicklungsumgebung zusammenbauen. Ich sollte halt vorab das Testing, bevor ich überhaupt etwas halt hochschiebe, halt schon irgendwie halt durchgeführt haben. Remote, wenn das Ganze dann zum Beispiel in den GitLab dann halt deployed wird, dort stoße ich dann halt einen Continuous Integration Prozess an
Und dort wird halt nochmals dann halt die Applikation getestet, sie wird zusammengebaut und dann wird sie dann halt ausgerollt auf die verschiedenen Umgebungen, die wir dann halt haben. Bekannte Tools auf GitHub, in Open Source Projekten findet ihr sehr häufig halt Travis CI, steht kostenlos dafür zur Verfügung. GitLab CI ist nahtlos in GitLab integriert. Und für eine Standalone-Lösung gibt es zum Beispiel Jenkins als CI-Server. Ja, dann die Operating-Phase, also das Betreiben der eigentlichen Applikation. Kennt ihr eigentlich alles wahrscheinlich schon, Plattform as a Service, sowas wie Plattform SH. Cloud-Umgebung, das zeigt dann der Martin dann nachher genauer. Und aber halt auch ganz normale Server, Managed-Server, Root-Server, irgendwo muss die Applikation ja dann im Web laufen. Monitoring ist dann halt die letzte Phase, bevor wir quasi den Zyklus dann halt wieder von vorne beginnen. Wir möchten halt auch unsere Applikation, die läuft halt überwachen und entsprechend halt reagieren können. Da gibt es Dinge wie Tideways und Blackfire.io, die mir nicht nur ein Monitoring ermöglichen, die ermöglichen Performance Measurement, Debugging. Falls mal etwas halt tatsächlich schief läuft in der Live-Umgebung, kann ich damit wunderbar debuggen. Und eine weitere Alternative ist Prometheus, ich weiß nicht mal, ob ich das richtig ausspreche, ist ein Standard-Monitoring-System, was sich halt sehr gut in verschiedene Applikationen integrieren lässt und zum Beispiel halt auch in GitLab enthalten ist. So, dann ein kurzer Ausflug zu DevOps und Agile. Da liest man immer viele verschiedene Dinge, wie zum Beispiel, dass DevOps Scrum ersetzen wird. Gestern habe ich gelesen, DevOps ist tot. DevOps ist eigentlich eine perfekte Ergänzung oder ein Tool für agile Softwareentwicklung. Wenn man sich das agile Manifest anschaut, dann hat man dort 12 Prinzipien und wenn man sich davon mal ein paar anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich da drin enthalten ist. Also wenn wir hier schauen, our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Ja, dann ist das quasi schon ein perfektes Statement für DevOps, weil dieser hohe Automatisierungsgrad, den wir halt haben, der ermöglicht halt, dass wir permanent Software-Inkremente ausrollen. Ja, der Entwickler X arbeitet an einem Feature, während ein anderer Entwickler an einem ganz anderen Feature arbeitet. DevOps und Continuous Integration ermöglichen uns, dass es halt zu keinen Konflikten kommt und dass es halt separat ausgerollt werden kann, dass ein Kunde das testen kann. Welcome changing requirements even late in development. Wenn ich eine sehr gute Testabdeckung in meinem System habe und einen Continuous Integration Server vorgeschaltet habe und dieser Continuous Integration Server, der ist die einzige Quelle, der das Deployment vornimmt und der das System überwacht, dann kann ich auch noch relativ spät in der Entwicklung neue Features integrieren, die vielleicht größere Änderungen in der Applikation hervorrufen, weil ich mir relativ sicher sein kann, wenn meine Tests denn gut geschrieben sind, dass ich mir keine Regression oder Side-Effects dadurch dann halt einfange. Das Spawnen von Feature-Umgebungen, ja, wenn ich zum Beispiel für jeden Feature-Branch eine Docker-Instanz in der Cloud deploye, dann kann ich diese Feature-Umgebung halt komplett unabhängig voneinander testen. Ich habe nicht eine Dev-Umgebung, wo dann halt auf einmal alles zusammenbricht, weil dieses Feature irgendwas doch kaputt macht. Deliver working software frequently from a couple of weeks to a couple of months with a preference to the shorter timescale. Eigentlich das, was ich jetzt gerade schon vorgesagt habe, DevOps ermöglicht uns genau das, Software-Inkremente permanent auszuliefern, nicht nur wöchentlich, monatlich, ich kann das mehrfach täglich halt machen und auch im Team, wo an unterschiedlichen Dingen gearbeitet wird, ohne dass ich mich da halt beeinflusse. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Zum Beispiel die QA-Phase, von der ich halt eben gesprochen habe. Wir stellen halt fest, dass halt die Coding-Standards immer eingehalten werden und ein gleichmäßiges Qualitätsniveau erhalten. Ich hatte schon erwähnt, oder glaube ich zumindest, dass nicht nur die technische Automatisierung zu DevOps gehört, sondern auch der Human Workflow, oder wie man es halt nennen möchte, gehört auch dazu. Sprich, bei uns zum Beispiel im Unternehmen wird kein Stück Code deployed, also zumindest im optimalen Fall, nicht bevor halt ein Review halt stattgefunden hat über einen Merge-Request. Was ermöglicht uns das? Durch das Review guckt ein anderer Entwickler halt auf den Code, den der andere Entwickler dann halt geschrieben hat drauf. Es werden vielleicht Probleme festgestellt, die so ein statischer Code-Analyzer nicht feststellen kann. Die Entwickler kommunizieren miteinander. Man macht Verbesserungsvorschläge. Guck mal, das Feature könntest du aber besser so halt umsetzen. Der Entwickler lernt aber auch von dem anderen. Er sieht, okay, das hat er so implementiert. Das kann ich ja gar nicht, dass das möglich ist. Es findet ein Austausch statt
Und damit durch diesen Lerneffekt bilden die Entwickler sich halt auch gleichzeitig direkt halt weiter. Und das verbessert die Software dann letzten Endes. So, ich habe jetzt schon ein paar Mal GitLab erwähnt und deswegen möchte ich dieses Tool halt auch ein bisschen genauer halt vorstellen. Wir nutzen das bei uns jetzt im Unternehmen seit 3, 3,5 Jahren ungefähr und was halt ich und auch unsere Entwickler halt daran halt sehr mögen, ist, dass wir ein einheitliches User-Interface haben und dass wir eigentlich all diese Themen in einer Applikation integriert haben und nicht immer so harte Sprünge dann halt von Applikation zu Applikation haben. Ja, durch die Fusion haben wir zum Beispiel jetzt halt auch Jira bei uns im Unternehmen. Das ist dann manchmal schon ein bisschen anstrengend. Wenn du dann gerade in deinem Merge-Request bist, dann musst du in das Ticket gehen, da hast du wieder ein komplett anderes User-Interface. Da ist der Bruch halt relativ hoch. Und auch wenn es halt dort Integration über API gibt, ist es halt, du hast halt nicht diesen einheitlichen Flow, wie wenn du ein gesamteinheitliches User-Interface hast. Ich versuche jetzt hier relativ schnell durchzugehen. GitLab gibt es als On-Premises-Lösung und als Software-as-a-Service-Lösung. Sprich, es gibt GitLab.com, das ist so das Pendant zu GitHub.com. Und wie wir jetzt ja schon heute mehrfach gehört und auch gestern haben, findet im Moment halt auch eine Bewegung von GitHub zu GitLab.com statt, weil Microsoft GitHub gekauft hat. Ich kann das Ding allerdings halt auch auf meinen Managed-Server installieren oder halt auch auf eine lokale Umgebung bei DigitalOcean oder sonst was. Es gibt ein Omnibus-Package, das ist super komfortabel, da ist alles enthalten, ein Update-Befehl und ich habe immer die neueste Version drauf. Wir hatten ein einziges Mal in den 3 Jahren ein kleines Problem, wo wir mal tatsächlich was in Postgres irgendwie machen mussten, aber ansonsten noch nie. Es gibt verschiedene Editionen. Es gibt eine kostenlose Community Edition oder Core Edition heißt sie jetzt wieder neuerdings. Die wechseln die Namen doch etwas häufig. Die ist komplett Open Source. Dann gibt es 3 Premium-Editionen, wo halt zusätzliche Features und Support halt hinzukommen. Was wichtig ist, wenn ihr Open Source macht oder Public-Projekte, dann habt ihr die Gold Edition, wie sie dann halt heißt, oder die Ultimate Edition bei der Hosted-Variante. Die bekommt ihr dann halt kostenlos. Das heißt, ihr habt da die kompletten Features, wirklich alles, was dann halt dazugehört. GitLab versucht selber in diesen Premium-Editionen halt nur Features unterzubringen, die eigentlich halt für größere Unternehmen dann halt relevant sind. Ich sehe das teilweise dann halt ein bisschen anders. Monatliche Releases, auch hier so der Sprung halt zum Thema Agile. Am jeden 22. einem Monat veröffentlicht GitLab eine neue Miner-Version. Innerhalb eines Monats werden dann halt Patch-Releases ausgerollt und auch Security-Fixes halt vorgenommen. Also hier findet wirklich eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt. Das ist schon ziemlich spannend zuzusehen, was da eigentlich jeden Monat an neuen Features dann halt hinzukommt. Auch die Kommunikation bei GitLab, zum Beispiel im Gegensatz zu GitHub, ist sehr offen. Also deren gesamtes Mitarbeiterhandbuch und sowas, das ist alles bei denen offen kommuniziert. Auch deren Meetings, die die durchführen, kann man sich alle bei YouTube anschauen. Dazu kommt, dass es eine Remote-Only-Company ist. Es gibt ein Büro in San Francisco, da sitzen in der Regel nicht mehr als 2 Mitarbeiter. Die anderen sind alle über die ganze Welt verteilt. Seit 2011 in der Entwicklung. 2014 war die Unternehmensgründung, mittlerweile ein Gesamtfunding von 45 Millionen Dollar und gerade erst im Oktober letzten Jahres gab es weitere 20 Millionen, also die schon darin enthalten sind. Wichtig ist hier diese Vision, die GitLab sich selbst auferlegt hat. Also sie möchten halt die Applikation sein, die diesen gesamten DevOps-Cycle abdecken kann, jede einzelne Phase davon. So, schauen wir uns ein bisschen halt GitLab an. Wir haben ganz normalen Issue-Tracker. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Das kennt man von vielen anderen Systemen halt auch. Was hier ganz interessant ist, wir haben halt auch eine Art Kanban-Board, womit ich meinen agilen Workflow halt darstellen kann. Das ist super simpel aufzusetzen, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Jira. Ich kann einfach Labels definieren, dadurch werden meine Spalten erzeugt und dann habe ich einen Workflow, dass ich Sachen aus dem Backlog nehmen kann. Ich setze sie auf Work in Progress. Gib sie in QA-Phase und am Ende werden sie dann halt geschlossen. Vielleicht möchte ich noch so eine Art Needs-Approval-Phase halt dazwischen schalten, wo dann quasi die Sachen beim Kunden liegen, der die dann halt nochmals halt abnehmen muss. Ja, wie gesagt, für mich zählt nicht nur die technische Automatisierung halt zum DevOps-Thema, sondern halt auch das Ganze drumherum. Templates für Issues oder auch Merge-Requests gibt es. Ich kann mir ein Bug-Report-Template anlegen, ich kann mir ein Template für eine User-Story anlegen, für einen Feature-Request und all diese Dinge.
Dafür sorge ich dann, dass halt der Input, der in das System halt reinkommt, schon vorgegeben ist. Die Kunden können sich auch daran orientieren oder halt auch die Projektmanager. Dadurch schaffe ich dann halt, dass die Entwickler das Ganze dann halt auch, dass sie direkt die Informationen bekommen, die sie halt benötigen. Ganz cool bei GitLab ist, es gibt diese sogenannten Slash-Commands. Das heißt, ich kann im Kommentarfeld direkt bestimmte Dinge machen, wie zum Beispiel ein Milestone oder sowas setzen. Das funktioniert auch bei den Templates. So kann ich zum Beispiel bei einer User-Story die direkt dann halt in den Backlog dann halt legen. Ja, das wäre bei einem Jira, das kann ich dort alles konfigurieren, ist allerdings viel, viel, viel aufwendiger. Was haben wir hier? Ah, ja, die Ansicht eines Issues. Was hier jetzt halt eigentlich ganz interessant ist, GitLab hat eine sehr umfangreiche API. Ja, wir sehen zum Beispiel hier oben rechts, ich weiß gar nicht, ob das hier funktioniert. Ah, cool. Time Tracking und Estimations. Ja, ich kann eine Estimation angeben in dem Ticket, dann kann der Kunde die dann halt freigeben und der Entwickler, wenn er an dem Feature dann halt arbeitet, kann er seine Zeitanträge dann halt darauf setzen. Über die API kann ich das dann mit meiner Abrechnungssoftware dann halt verbinden und direkt auslesen. Auch hier, ich habe die Möglichkeit, alles zu automatisieren. So, GitLab CI, Pipelines. Pipelines in GitLab sind das, was quasi angestoßen wird, wenn ich einen Commit ins Remote Repository mache, also das, was bei GitLab dann halt liegt. Dann habe ich in meinem Repository eine Konfigurationsdatei, die GitLab CI-YAML, und darüber werden dann halt diese Pipelines gesteuert. Wir sehen jetzt hier, das ist aus einem Contao-Projekt, was wir letztens released haben, eine Multisite-Umgebung. So eine Pipeline, die besteht aus verschiedenen Stages. Und das kann ich alles schön konfigurieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Feature-Branch habe, dann möchte ich, dass für diesen halt immer die QA und die Test-Stage ausgeführt wird. Während wenn etwas halt nach Develop gemerged wird, dass wir dann dort halt auch noch einen Build-Prozess und einen Deployment-Prozess dann halt haben. Wenn wir uns so eine Pipeline da mal im Detail anschauen, dann sehen wir, hier ist unsere QA-Phase, so eine Stage, besteht aus einem oder mehrerer Jobs. Jobs laufen oder können parallel zueinander laufen, während die Stages aufeinander aufbauend sind. Ja. Wir haben hier diese QA-Stage, die ist successful verlaufen. Danach geht es dann in die Testing-Stage. Wir haben jetzt bei dieser Contao-Applikation 14 Bundles programmiert für den Kunden. Jedes Bundle hat Unit-Tests, die werden alle parallel durchgetestet. Wenn alle 14 erfolgreich verlaufen sind, geht es in die Build-Phase. Das ist ein Multisite-Projekt. Wir haben hier verschiedene Contao-Installationen, für die dann halt die Applikation zusammengebaut wird. Und wenn das dann erfolgreich war, geht es dann in die finale Deploy-Stage, wo das Ganze dann halt ausgerollt wird in das auf die Server. So, wie schaut so ein Job aus? So ein Job ist eigentlich nichts anderes als eine Linux-Umgebung, wo ich zum Beispiel Dinge wie Bash-Skripte oder Gulp-Tasks oder sowas halt ausführen kann. Hier ist in unserer QA-Stage. Wir haben ein Bash-Skript geschrieben, was halt PHP-Lint, JavaScript-Lint und Copy-Paste-Detection, all diese Dinge halt nacheinander ausführt, auf unseren Source anwendet. Und wenn alle von diesen grünen, also successful verlaufen sind, dann ist auch der Test, die Stage erfolgreich verlaufen und es geht dann in die nächste Phase dann halt rein. Ja, wenn jetzt hier an der Stelle irgendetwas rot sein würde, dann würde die Testphase in dem Fall gar nicht mehr ausgeführt, sondern der Entwickler müsste halt erstmal schauen, was denn es dann dort noch zu korrigieren gibt. Ja, auch hier wichtig, diese Tools, die wir halt auf dem CI-Server verwenden, die stehen den Entwicklern halt auch direkt in dem lokalen Projekt halt zur Verfügung. Sprich, jeder kann halt vorab halt schauen, wenn das lokal schon grün ist, dann wird es halt dann auch wahrscheinlich remote erfolgreich verlaufen, so dass ich nicht alles erst pushen muss und erst dort kann ich Unit-Tests oder sowas halt ausführen und muss dann halt umständlich gucken, was denn jetzt halt dort passiert ist und habe dann nachher irgendwie so eine Commit-Schlange, nur mal zu gucken, was dann remote immer dann halt fehlgeschlagen ist. Ich kann das lokal dann direkt alles erschlagen. Ja, hier die Test-Stage. Sieht auch nicht viel anders aus. Hier wird eigentlich nur PHP-Unit halt aufgerufen. Wir sehen hier unten rechts, da,
die ganzen anderen parallel laufenden Jobs. Das ist jetzt halt das Testing für ein Bundle. Hier kommt vielleicht noch interessanterweise hinzu, dass wir ein Artefakt haben, sprich, was wir machen. Wir können in der Konfiguration für eine Stage angeben, dass am Ende ein Artefakt erzeugt wird. Also es ist im Grunde genommen hier nur ein ZIP-File. Ich kann konfigurieren, was in dieses ZIP-File halt reingeschoben wird. Was wir hier haben wollen, ist den Coverage Report als HTML. Einfach weil wir es halt haben wollen. Wir sehen allerdings auch, dass GitLab selber diesen Coverage Report auswerten kann und dir die Coverage direkt anzeigt. Und die siehst du überall nachher im System, also sowohl halt in dem Job, du siehst sie im Issue, du siehst sie im Merge Request. Und das ist halt das, was ich meinte. Deswegen mag ich GitLab. Es ist halt eine Applikation, die halt alles halt abdeckt mit einem einheitlichen User Interface und dadurch habe ich alles in place. So, die Build-Phase. Jetzt in diesem Projekt passieren eigentlich ein paar ganz spannende Dinge. Und da hat uns halt das Thema DevOps sehr gut geholfen. Wir haben eine Multisite-Umgebung, wo wir mit einem Basisteam arbeiten. Das heißt, wir haben drei Webseiten, die auf demselben Theme aufbauen. Und wie ihr vermutlich wisst, haben wir in Contao nicht irgendwie sowas wie Vererbung von Themes oder solche Dinge. Dazu kommt noch, dass Themes gegenüber Bundles nicht einfach als Package installiert werden können. Da sind immer halt, ich habe ein SQL-Template, was irgendwie laufen muss. Ich habe verschiedene Stellen, wo ich Dinge hinschieben muss. Kann da sehr viel zu Konflikten führen. Und gerade wenn ich jetzt sowas versuche, wie ein Basis-Theme zu entwickeln, dann habe ich das Problem mit den Template-Namen, weil die halt eine feste Definition haben. Ich kann nicht einfach irgendwie unterstrich Base oder sowas am Ende dranhängen. Und das wird von Contao dann einfach nicht ausgelesen. Das Ganze haben wir über Composer-Plugins dann halt gelöst, die für uns das dann halt managen, diesen Installationsprozess. So, und am Ende werden halt noch so Dinge halt je nach Umgebung, also wenn wir die Applikation für die Dev-Umgebung zusammenbauen, dann entfernen wir nicht die UpDev-PHP, sondern da wird dann eine UpDev-PHP hingeschoben, wo halt wir die Debug-Tool zum Beispiel direkt dann halt aktiviert dann halt haben, weil wir haben noch einen Passwortschutz davor, dann ist das kein Problem. Für das Produktivsystem, da spielen wir die dann halt gar nicht mit aus, dann kann es auch gar kein Problem geben, dass sie irgendjemand aufrufen kann. So, und dann ganz am Ende haben wir noch die Deploy-Stage. Hier in diesem Projekt ist es jetzt halt relativ unspektakulär. Hier machen wir einfach einen Async-Task und dann per SSH führen wir noch ein paar Post-To-Dos halt auf, wie Cache-Warm-Up und dieserlei Dinge. In unseren neuen Projekten haben wir das umgestellt auf Magellanes oder Mage-PHP. Das hat den Vorteil, ich habe ein echtes Release-Management, was ich damit anstoßen kann und sorgt dann dafür, dass wir nicht auf so komische Dinge wie bei Async halt, wo wir das direkt live in die Applikation quasi halt reinschieben. Zum einen kann es halt sein, dass halt Dateien nicht gelöscht werden, ja, also die halt vorher mal dann halt da gewesen sind, die habe ich aus meinem Code dann halt wieder rausgeholt, dann bleiben die aber immer noch auf dem Applikationsserver dann halt liegen und können dann irgendwelche komischen Side-Effects auslösen, die wir halt vorher nicht abdecken konnten. Und ich habe halt auch nicht dieses kleine Zeitfenster, wo ich vielleicht einen inkonsistenten State der Applikation habe, weil halt ein Teil der Dateien schon geschrieben ist, denn andere dann halt nicht da sind. Magellanes macht das relativ einfach. Es legt einen Release-Ordner an, schiebt die ganzen Dateien dann halt dort rein, führt die Post-to-Dos aus, wie zum Beispiel das Cache-Warm-Up, und wenn alles dann erfolgreich verlaufen ist, macht es quasi nur einen Symlink-Switch und schon habe ich die neue Applikation geschaltet. So, schauen wir uns mal so eine GitLab CI-Konfiguration an, was dort so passiert. Diese Datei liegt quasi auf oberster Ebene in eurem Repository und hier an der Stelle geben wir ein Docker-Image an. Dieses Docker-Image wird von einem sogenannten GitLab... Echt? Ich wüsste jetzt nicht, das sind halt nur Screenshots. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wobei ich gerade. Ich erzähle euch einfach, was da passiert, ja? Könnt ihr die Slides dann nachher nochmal anschauen. Also, wir geben hier oben ein Docker-Image an. Das ist eigentlich nur ein Ubuntu-Image, wo wir ein paar Vorkonfigurationen vorgenommen haben. Wir haben Composer installiert, PHP installiert, NPM und solcherlei Dinge. Weil, wenn wir das nicht haben, dann müssen wir es halt in jedem Job halt einzeln tun. Und das macht halt die Pipeline dann halt unnötig langsam. Dann haben wir die Stage-Konfiguration, die sind wir jetzt gerade schon durchgegangen, QA-Testing, das Bauen der Applikation, hier haben wir noch eine Build-Clean-Stage, die ist aber jetzt irrelevant, und dann halt das Deployment.
Dann können wir ein paar globale Variablen halt festlegen. Hier in dem Beispiel verwenden wir ein paar Composer-Variablen. Zum Beispiel, dass wir halt, weil wir beim Deployment halt nicht mit Symlinks arbeiten wollen, für unsere Path-Repositories von Composer, sondern wir wollen, dass die halt dann kopiert werden. Und wir wollen auch nicht, dass Composer sich dauernd beschwert, dass wir das Ganze gerade als Root ausführen. Das findet in unserem Runner statt, da ist es egal, ob das Root ist oder nicht, da gibt es keine Sicherheitsbedenken. Wichtig ist halt, dass nachher dann halt die Rechte korrekt gesetzt sind, wenn wir das Ganze deployed haben. So, dann, jetzt geht es nicht mehr, egal. Die Cache, wir können eine Cache-Konfiguration vornehmen. Das wird relativ schnell wichtig, weil so Dinge wie zum Beispiel Composer, wir wollen, dass halt von jedem Job das Composer Home Directory oder das Cache Directory zumindest mit rübergenommen wird in den nächsten Job. Ja? Damit, wenn wir einen Composer Install ausführen, dann nochmal in der Test Stage nicht wieder alles von packages.org dann halt geladen wird, sondern dass wir das quasi dann direkt zur Verfügung haben, sodass wir das dann aus dem Cache installieren können. So, das nächste ist Before Script. Quasi vor jeder Phase werden diese Dinge halt ausgeführt. Das ist relativ selbsterklärend. Warum geht das jetzt nicht? Gut. Genau, dann haben wir die QA-Phase. Und hier sehen wir das, was ich jetzt eben erwähnt habe. Es wird eigentlich nur ein einzelnes Bash-Skript ausgeführt und vorher halt noch ein Composer-Install gemacht. Das war es an der Stelle halt gewesen. Und in diesem Bash-Skript, da rufen wir halt diese Binaries dann halt auch für Copy-Paste-Detection, PHP-Scan und dieserlei Dinge. Und das war es halt gewesen. Und hier arbeite ich mit den ganz normalen Exit-Commands von einem Bash-Skript oder sowas. Wenn dort halt ein Error-Exit-Code kommt, dann schlägt der Job fehl. So, dann die Test-Stage. Hier sehen wir, dass PHP-Unit aufgerufen wird. Die Besonderheit hier ist halt diese Artefacts-Konfiguration. Wir sehen, dass wir nur das Coverage-Verzeichnis nehmen und nicht den ganzen Rest, weil wir wollen unseren GitLab-Server halt auch nicht mit unnötigem Müll belasten. Sondern nur das ist für uns relevant, deswegen nehmen wir uns das an der Stelle. Wir können auch konfigurieren, dass so ein Artefakt nur unter bestimmten Umständen erzeugt wird. Also zum Beispiel, manchmal möchte ich halt so ein Artefakt halt nur haben, wenn zum Beispiel der Job fehlgeschlagen ist, damit ich halt eine Art Debugging dann halt vornehmen kann. Die Build Stage. Hier ist so eine kleine Besonderheit. Wer hat sich schon mal richtig tief mit YAML auseinandergesetzt und weiß, dass es Variablen gibt in YAML? Gut, das habe ich mir fast gedacht, dass du das weißt. Ja, war mir zu dem Zeitpunkt auch komplett neu, ist jetzt auch nicht sonderlich komfortabel in der Anwendung, aber tatsächlich kann ich Templates oder Variablen in YAML halt konfigurieren, weil gerade sowas wie für die Build-Stage, wo ich meistens eine Dev-Umgebung und eine Produktiv-Umgebung dann halt habe, wo ich relativ viel gemeinsame Tasks drin habe, brauche ich dann die Datei nicht unnötig lang zu machen, sondern ich kann Variablen konfigurieren und die dann halt wiederverwenden. Gut, jetzt kann ich auch nicht mehr weiterklicken. Na, das hat jetzt leider nicht mehr drauf gepasst. Also, gucken, ob das jetzt doch wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Also, wir haben hier Punkt Build Templates. Das ist noch die normale YAML-Konfiguration. Und was jetzt hier hinterkommt, ist dieses und Build Template. Damit leite ich eine Variablendeklaration ein. Und alles, was jetzt folgt und eingerückt ist, das ist das Wichtige. Sobald es nicht mehr eingerückt ist, unterhalb von Build-Templates, dann zählt es nicht mehr zur Variablendeklaration, sondern da geht ganz normales YAML dann halt weiter. Und dann kann ich quasi mit Sternchen nachher das dann halt wieder dann halt reinladen. Gleich ein Praxisbeispiel, was ich hoffentlich schaffen werde. Sieht man das dann nochmal in der Docker-Compose-YAML, wo ich das auch verwende. So, ganz kurz, GitLab Runner, das ist ein eigenständiges Projekt. Die GitLab Runner sind halt dafür da, um halt die verschiedenen Jobs auszuführen. Ich kann die lokal auf meinem Rechner installieren und mit meinem GitLab-Server dann halt verbinden. Oder ich kann aber zum Beispiel bei DigitalOcean eine Docker-Instanz für GitLab Runner dann halt hinterlegen und halt verschiedene Runner dann an meine GitLab-Instanz anbinden, die dann die ganzen Jobs dann halt ausführen. Auch Konfigurationen, dass ich das zum Beispiel projektspezifisch mache, falls ein Kunde irgendwie ganz besondere Ansprüche hat oder da irgendwie eine Hochverfügbarkeit sein muss, das kann ich alles darüber konfigurieren. Funktioniert auf euren Windows, macOS und Linux-Systemen. So, GitLab Merge Request, ganz kurz auch nur hier nochmal. Auch hier ist halt ist CI vollständig halt integriert. Zum Beispiel, wenn ein GitLab Merge Request halt geschlossen ist, dann sehen wir, auf welches System das Ganze nachher deployed wurde. Ich kann das direkt von da aus dann halt aufrufen. Wir haben eine Environments-Konfiguration, das ist in diesen Zusatz-Slides, das könnt ihr euch nachher dann halt mal anschauen.
Da haben wir jetzt leider keine Zeit für. Ganz kurz auch nur das Thema Scaffolding. Wir haben gestern beim Tobias gesehen, wo Yeoman verwendet wird. Wir verwenden etwas anderen Ansatz. Wir haben Repositories für unsere Projekte, für Magento, Contao, Symfony-Applikationen. Und in diesen Projekten selber laden wir via Git Subtrees, aber manuelle Subtrees, also nicht irgendwie dieses Plugin oder auch keine Git Submodules, laden wir zum Beispiel GitLab-Templates rein oder halt auch unseren gesamten DevOps-Stuff. Der ist so geschrieben, dass er sowohl für Magento als auch Contao funktioniert und quasi nur über eine Konfigurationsdatei im jeweiligen Repository dann halt angepasst werden muss. Hier unten habe ich einen Artikel dazu verlinkt. Das ist super interessant. Es ermöglicht quasi, dass ich tatsächlich Repositories in meinem eigenen Repository nutzen kann. Ich kann da drin auch arbeiten, das zurück in das DevOps-Repository dann halt reinspielen. Ich kann aber auch individuelle Konfigurationen vornehmen. Also das, was man noch so aus SVN so ein bisschen kennt, wo ich dann einfach so ein einzelnes Folder dann halt ausstecken kann und mir reinladen kann, das geht tatsächlich mit Git auch. Es sind nur eine überschaubare Anzahl an Commands und wenn man die einmal dann halt in seiner README-Datei dann aufgeführt hat, dann kommt man damit sehr gut zurecht. Ja, und hier sehen wir, dass das ganz normale Datei-Folders dann einfach in dem jeweiligen Projekt sind. So, Docker. Langsam wird es eng. Zu Beginn, ganz kurz, wer hat von Docker noch nichts gehört? Gut. Wer setzt Docker bei sich lokal für die Entwicklung ein? Wunderbar. Ich möchte zu Beginn kurz ein paar Dinge aufführen, eigentlich über die jeder Entwickler dann halt stolpern wird oder zu tun haben wird, wenn er dann halt mit Docker arbeitet für die lokale Entwicklung. Das eine Thema, was immer dann halt ist, kann ich das für mein Betriebssystem jetzt halt einsetzen? Bei Linux ist das halt keine Frage, weil das basiert auf der Linux-Container-Technologie. Da sollte es funktionieren. macOS, und das ist der zweite Punkt, da war lange Zeit so das Problem die Performance. Das war halt abartig langsam gewesen, wenn man irgendwie einen Vendor-Folder dann halt in seinen Docker-Container gemountet hatte. Das lief langsamer als jeder 1 und 1 Server. Das Problem ist aber mittlerweile gelöst. Mittlerweile ist es auch dokumentiert. Es gibt sogenannte Flags für Caching und also, cached und delegated. Das sind Cache-Flags, die bei Mac dann halt eingesetzt werden. Und dadurch läuft es nicht so schnell wie auf Linux-Systemen, aber das läuft wirklich halt brauchbar. Wir nutzen das bei uns und selbst in Magento-Applikationen ist es anwendbar. Windows, wir schauen uns gleich unseren Contao Docker-Container an. Ich habe das vor 2 Jahren ausprobiert, auch mit diesem Linux-Subsystem und sowas. Da war das noch nicht ganz so rund. Symlinks haben da einen immer noch so ein bisschen das Genick gebrochen und dann konnte man erstmal irgendwie den Rechner komplett neu starten, bis man die Dinge irgendwie wieder entfernt bekommen hat. Geht allerdings teilweise wohl heute auch. Also ich weiß zumindest von unserem Docker-Contao-Setup, dass das auch einige Windows-Nutzer einsetzen. Ein Container- oder Multicontainer-Strategie, ganz kurz. Wir haben angefangen mit Ein-Container-Strategie und würden es nicht wieder machen. Also wir haben gelernt daraus. Unser Ziel war es damals gewesen, wir haben halt unsere Standard-Server-Umgebung gehabt und wollten eigentlich eins zu eins diese Server-Umgebung halt in einem Docker-Container abgebildet haben, um halt dieses tolle Matching zu haben. Alles, was wir jetzt lokal machen, das entspricht dann halt auch unserem Server. Das funktioniert, das geht auch kurzfristig halt gut. Das Problem ist, wenn man dann halt laufend Änderungen vornimmt, werden diese Container zum einen halt abartig groß. Und man hat auch nicht diese Flexibilität, die man mit Multicontainer-Strategie dann halt bekommt. Sprich, einfach mal so die PHP-Version von 7.1 auf 7.2 oder sowas halt ändern. Oder das vielleicht parallel irgendwie laufen lassen oder sowas. Da muss man dann mit PHP Brew dann halt kompilieren und solche Dinge. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ich kann euch nur sagen, Multicontainer-Strategie, das ist das Richtige. Und da schauen wir uns nämlich jetzt gleich auch einen Docker-Compose-YAML-File an. Das ist quasi lokale Orchestrierung für mehr, also für Multicontainer-Strategien und das ist mittlerweile so rund und einfach zu bedienen. Also die Probleme von damals gibt es dort eigentlich auch nicht mehr. Ganz kurz Permissions. Jeder Webentwickler wird darüber stolpern, auf die Füße fallen, wenn er sich mit dem Thema dann auseinandersetzt. Spätestens, wenn er sich das erste Mal als Root in seinen Docker-Container eingeloggt hat und einen Composer-Install ausgeführt hat und dann halt nicht mehr befähigt ist, in PHP-Storm von seinem Host-System da irgendwelche Änderungen oder sowas vorzunehmen. Gibt es mittlerweile auch Lösungen? Zum einen mit Gosu kann ich relativ einfach den User wechseln, ohne irgendwelche Side-Effects wie mit Sudo dann halt zu haben. Und wir verwenden einen Trick, ich weiß gar nicht, wie bekannt der ist, aber der funktioniert für uns super. Und zwar haben wir unseren PHP-Container so aufgesetzt, dass wenn der initialisiert wird, der sich das
gemountete Host-Verzeichnis anguckt, also ich lade ja meinen Source-Code von meinem Host-System in den Docker-Container dann halt rein, und die User-IDs, diese werden nicht verändert oder sowas. Das heißt, wir schauen uns an, welche User-ID und welche Gruppen-ID hat hat dieses Verzeichnis, und dann ändern wir einfach die User-ID und die Group-ID vom www.data ab. Das funktioniert dann auch alles wunderbar mit Gosu. Und schon habe ich dann halt in meinem Docker-Container dieselben User-IDs und Group-IDs wie halt auf meinem Host-System und auch keine Permission-Probleme mehr. So, Docker und Contao. Wir haben vor einigen Monaten jetzt mittlerweile mal ein Setup aufgesetzt, um zu zeigen, dass halt Docker und Contao relativ einfach zu initiieren und halt zu bedienen sind. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber hier unten steht zumindest, dass das innerhalb einer Minute funktioniert. Bei mir nicht, weil ich habe eine neue Mac-Tastatur, da klemmen die Tasten und sowas ab und zu. Aber wir schauen uns das jetzt nämlich dann halt an und sehen, dass es halt wirklich tatsächlich sehr einfach dann halt ist. Das Setup, was wir jetzt zeigen, das ist halt eher ausgerichtet dann halt an Modulentwickler und halt an einfaches Testing. Wenn ihr eine eigene Applikation mit mehreren Bundles und sowas halt bauen wollt, dann kann man das zumindest als Grundlage dann halt benutzen, aber da müsst ihr dann halt nochmal ein bisschen mehr dann halt machen für euer Gesamtsetup. So, dann gehen wir jetzt in den Praxisteil über und da möchte ich dann jetzt halt gucken, ob wir diesen Claim beweisen. Normalerweise kommt jetzt eigentlich noch, dass ich halt mal so eine Docker-Build-File zeige und auch so eine Docker-Compose-YAML. Das müssen wir dann jetzt halt so ein bisschen on the fly machen, weil sonst wird die Zeit zu knapp. So. Mauszeiger ist nicht mehr da. Gut, da ist er. So. Hoffentlich kriege ich nicht dieses Bildflackern mit der Leo. Gut, zu Beginn, das hätte ich ja mal hier vorher klären können. Wir haben ein komplett leeres Folder. Ist nichts drin. Ja. So. Dann machen wir das jetzt hier klein. Gehen wir zu unserem. Oh cool, habe ich das falsche Repository aufgemacht? Super vorbereitet, Daniel. Also, es ist nicht die Contao PHPBB Bridge, sondern irgendwas anderes mit Contao hier. So, das ist das Setup. Ja, das kann man lesen, oder? So, was wir jetzt hier drin haben, ist eine Docker-File. Das ist quasi unser Image, was wir dann halt verwenden, und die Docker-Compose-YAML. Das ist halt einfach ein Beispiel-Setup, wie ich das Ganze jetzt halt initialisieren kann. So, da ich weiß, was ungefähr in der README-Datei drin steht, ein bisschen langsam. Ich kopiere mir jetzt hier einfach den Link. Gehe zurück hier in mein Setup und lade die Datei runter. Und da ich halt auch zeigen möchte, das ist halt auch einer der Vorteile, ich kann einfach so viele Instanzen parallel spawnen, wie ich halt möchte. Und der Vorteil halt von Docker gegenüber zum Beispiel so Dingen wie Vagrant ist, dass es halt sehr ressourcenschonend ist. So, mache ich hier. Stimmt, das habe ich eben vergessen anzusprechen. Unter Linux ist das halt kein Problem, da kann ich die Container ja per IP direkt dann halt ansprechen. Docker Compose baut für jedes Setup ein eigenes Netzwerk halt auf. So, wir haben jetzt zwei Dateien hier drin liegen. Kann man das lesen? So. Was wir jetzt, wir schauen uns das jetzt ganz kurz an, was hier drin ist. Wir haben drei Services. Zum einen halt ein
eigentlich ganz normalen Apache-Container. Das einzige Besondere, warum wir hier ein eigenes Image verwenden, ist, dass halt da direkt eine PHP-FPM-Konfiguration hinterlegt ist. Es gibt auch PHP-Container, die direkt mit Apache und sowas halt zusammen dann halt daherkommen. Die kann man halt auch verwenden. Hier sieht man jetzt tatsächlich auch das, was ich eben angesprochen habe mit der Variablen. Wir haben hier und Hostname und sagen contaro.ctsmedia.local und verwenden das hier nachträglich dann halt mit Sternchen Hostname. Und so muss ich das dann halt quasi nur an einer Stelle angeben und auch nur an einer Stelle dann halt anpassen. So, da wir jetzt zwei Docker Compose YAMLs in einem Folder haben, muss ich in der zweiten die Namen ganz leicht anpassen, weil sonst haben wir Namenskonflikte. Das ist in der Regel kein Problem, wenn ihr das in verschiedenen Directories oder sowas habt, weil Docker Compose quasi das Oberverzeichnis dann halt nimmt und das als Präfix dann halt entsprechend vorsetzt. So, kommt da. Weil ich nenne die gerade um, nicht, dass ich da noch was Altes drauf habe. Gut, dann eine Sache, die wir jetzt hier anpassen müssen. In diesem Beispiel habe ich es so eingestellt, dass der Port 80 auch auf das Hostes, auf den Port 80 vom Host-System gemountet wird. So, wenn ich jetzt zwei natürlich halt parallel spawne, dann funktioniert das Ganze halt nicht, weil wir dann da einen Port-Konflikt haben. Genau, also entweder, wenn ich das halt hier tatsächlich fix dann halt mache, gebe ich halt einfach manuell einen eigenen Port an. Das ist natürlich halt jetzt für das Beispiel hier vollkommen okay, weil dann weiß ich, welchen Port ich direkt aufrufen muss. Wenn ich diese Definition hier wegnehme, wenn ich einfach nur sage, okay, das Setup soll den Port 80 freigeben, dann nimmt Docker Compose einen dynamischen Port, der noch nicht belegt ist. Und den kann ich mit Docker Inspect dann halt auslesen und dann kann ich darüber dann das Ganze aufrufen. Ein Container Setup mit Docker Compose, ja. Genau. Genau, das ist halt, das Problem hast du da aber ja auch. Also wenn du auch nur einen Container hast, da hast du das Port-Problem ja auch, wenn du zwei verschiedene Projekte oder sowas halt hochfahren willst, die auf Port 80 laufen oder so. So, ich nehme jetzt hier den Port 8080 dann gerade an der Stelle. Und wechsle jetzt hier zurück. Was wir jetzt machen ist Docker Compose. Wir geben dem hier noch ein Präfix, Contaro Con 1. Das könnt ihr in der Regel dann halt eigentlich weglassen. Und sagen up und minus d. So, dann seht ihr, dass er diese drei Services aus dieser Docker Compose YAML versucht zu spawnen. Das war natürlich klar. Da war der Vor. Genau, da habe ich nämlich vergessen, diese Dinge dann halt runterzufahren. Gut, dann mache ich hier auch einen anderen Namen. Contaro 3. So. Dann fahre ich die einmal runter. Und wieder hoch. Ach so, ich habe Port 80 noch belegt. Ja, man sollte die Fehlermeldung dann halt auch teilweise mal einfach mal lesen, die man dann halt dort stehen hat. So. Und vorne. Docker Compose. Ich habe das vorher einmal durchgetestet und vergessen dann halt aufzuräumen. So, down. So. Maske. So, Contaro. Mit Docker Stop kann ich einzelne Container runterfahren. Und da wähle ich jetzt gerade einfach mal alles schnell aus, die ich hier habe. Contaro kommt nach 1.
Ich wollte besser vorbereitet sein. Könnt zwischendurch, solange ich das hier mache, vielleicht auch eine Frage oder sowas stellen, die ich parallel beantworte. Um zum Beispiel dieses Port-Problem zu begehen, nutzen wir in unseren Setups dann halt einen Gulp-Task, der die Container ausliest, die gespawnt worden sind und uns automatisch dann halt den Port dann halt ausgibt und eine URL, über das wir dann den Localhost direkt dann halt aufrufen können. So, jetzt sollte das Hochfahren eigentlich funktionieren. Gut, haben wir gemacht. Wir wissen, dass wir auf Port 80 gegangen sind. Und wenn wir jetzt den Localhost aufrufen, kriegen wir jetzt erstmal eine kaputte Installation angezeigt. Guck mal, das hätte ich auch ausblenden können. Docker install. So, hier sagt er, die Page is not working. Wenn wir jetzt aber Contao install zum Beispiel aufrufen, dann sehen wir, dass das halt zumindest halt schon funktioniert. Also wir haben jetzt hier halt noch kein funktionierendes Docker-Setup, keine funktionierende Contao-Konfiguration. Was ganz interessant ist, hier ist unser Apache-Image. Das ist relativ unspektakulär. Hier ist unser PHP-Service, wo wir das CTS Media Contao verwenden, aktuell mit der Latest-Version, das heißt, das müsste dann die 4.5.8, glaube ich, das war die letzte, die ich auf Docker Hub hochgeschoben habe, sein. Das ist unser Name. Wir übergeben direkt auch Environment-Parameter und zum Beispiel, das ist halt der Unterschied zum Setup, was wir gestern gesehen haben mit Yeoman. Wir müssen jetzt gleich nicht irgendwie die Datenbank-Konfiguration oder sowas halt vorgeben. Durch die Environment-Variablen ist das halt alles direkt automatisch halt gesetzt. Was ich jetzt mache, ich installiere jetzt die Contao-Demo. Dieser Container kommt halt mit einem Skript halt daher, was die halt automatisch halt aufruft. Oh ja, das sollte ich nicht im DB-Container machen, sondern im PHP-Container, das ist der hier. Ja, das Skript überprüft quasi die Contao-Version. Wir haben für 4.4 und 4.5, glaube ich, ein leicht angepasstes Setup. Und wenn das dann halt durch ist, so, jetzt ist das durch. Und jetzt sollte ich dann im Frontend dann halt auch das Setup aufrufen können. In der README-Datei von dem Projekt stehen die Befehle und sowas halt auch alles direkt halt drin. Und da funktioniert das dann halt auch out of the box. So, hier haben wir die Contao-Demo. Dass das jetzt hier so kaputt aussieht, das liegt entweder an mir oder an der Contao-Demo selber. Weil die sieht bei mir auch so kaputt aus. Also da ist jetzt nichts irgendwie besonders falsch an diesem Installer. So, jetzt habe ich gesagt, wir können auch relativ einfach diese Sachen halt parallel spawnen. Das machen wir jetzt dann als nächstes. Wir haben ja hier noch eine zweite Docker Compose YAML und auch die fahren wir dann jetzt halt hoch. Docker Compose, dazu gehen wir, standardmäßig liest er halt die Docker Compose YAML aus. Wenn wir eine separate oder mit einem anderen Namen übergeben wollen, dann müssen wir diesen Parameter dann halt angeben und up-d und hier sagen wir auch noch -p, damit wir weniger Namenskonflikte haben, weil ich ja alles vorher schon mal durchgetestet habe. Und Contao-Con 2. So, wunderbar. Achso, hier habe ich jetzt den falschen Namen vergeben. So. Achso. War in dem falschen Ordner drin. Wir haben jetzt hier ein paar Namenskonflikte, weil wir haben die in dieser Beispiel-Konfigurationsdatei halt fest vorgegeben. Docker Compose vergibt die normalerweise komplett automatisch.
In dem Repository sind die aber halt fest vorgegeben, damit halt der Befehl zum Beispiel für den Install-Prozess direkt halt funktioniert, weil ich halt nicht wissen kann, in welchem Folder oder sowas ihr dieses Ganze dann halt ausführt, und danach richtet sich dann quasi der Containername. Und deswegen schlägt das hier gerade fehl, weil ich alles kurz vorher nochmals getestet habe und vergessen habe, die Dinge dann halt ordentlich dann halt runterzufahren und zu entfernen. Stimmt, den haben wir ja gerade bei dem anderen Setup verwendet. So, dann sollte aber der Vierer jetzt dann hoffentlich dann halt auch mal funktionieren. So, der läuft jetzt auch. Ich führe hier gerade schon mal den Installer halt aus. Install. Vielleicht ganz kurz den Befehl hier zu erläutern, docker exec. Damit kann ich Befehle im Container ausführen. Wir verbinden uns jetzt hier an der Stelle als User www.data, unter dem halt PHP-FBM läuft. Wir geben den Containernamen an, auf dem das ausgeführt werden soll. Das ist jetzt hier contao3 PHP. Und dann geben wir halt den Befehl an, der halt ausgeführt wird. Ich kann mich auch direkt in den Container rein connecten, sodass ich dort halt eine Shell dann halt zur Verfügung habe. So. Wie schaut das von der Zeit her aus? Sind alle schon? So, gut, das ist auch durch. Und wenn wir jetzt Port 8080 aufrufen, dann sehen wir, dass das parallel läuft. Dauert jetzt einmal initial halt ein bisschen, weil halt Symfony die ganzen Cache-Dinger halt auswirft. So, wir sehen jetzt, wir haben jetzt zwei Contao-Installationen parallel laufen. Was ich jetzt direkt hätte machen sollen, war eigentlich, wir haben hier beim Contao-Image angegeben, dass wir das Latest verwenden sollen. Das heißt, das sind jetzt zwei 4.5er-Varianten. Ich kann jetzt hier einfach hingehen und sage, okay, bei dem ersten möchte ich aber halt 4.4, oder ich habe die auch mit, man könnte jetzt hier auch LTS halt angeben, verwenden. So, dann gehe ich hier einfach hin und führe den Up-Command erneut aus. Und dann weiß Docker, ah okay, der Contao 4 Container hat sich geändert, den muss ich jetzt halt neu erstellen. Und weil der Webserver damit verbunden ist, wird dieser auch neu erstellt. Der DB-Container bleibt direkt gleich. So, und da wir hier auch kein neues Volume angegeben haben, sind die Daten halt tatsächlich auch erhalten worden. Wenn wir es jetzt als das K.Jones, glaube ich, und Kevin Jones dann halt einloggen, dann sehen wir, dass er da die 4.5er hat und jetzt wahrscheinlich auch. Genau, das hat jetzt da nicht funktioniert, weil wir das Volume noch laufen haben. Das heißt, ich fahre das jetzt einmal runter. Down, minus P, 1 und minus V. Das muss davor. So, jetzt sollte das hier nicht mehr funktionieren. Local. Welchen Projektnamen hatte ich denn jetzt gegeben gehabt? Da habe ich mich gut reingeritten. So, Contao 3 und Contao 4 ist in der drin.
So, jetzt erstellen wir den Container neu. Warten, bis er geladen hat. Eigentlich wollte ich noch zeigen, wie wir ein Modul jetzt entwickeln können, nämlich das Skeleton Bundle. Das dauert ungefähr jetzt nochmal so 5 bis 10 Minuten, das geht relativ fix. Aber wir sind jetzt halt auch schon über die Zeit halt drüber. Also, wer in die Mittagspause gehen möchte, das bitte machen. Dem danke ich schon mal für die Aufmerksamkeit und entschuldige mich, dass das gerade hier so ein bisschen holprig gelaufen ist. Und ja, wer noch bleiben möchte, dann laden wir gerade einfach mal das Skeleton Bundle vom Leo gestern rein. Also da sehen wir auch, dass das halt ist. Wir sehen dann über den Container Manager, der hier auch in dem Setup enthalten ist, dass es korrekt geladen wird, aber passieren tut halt noch nichts dran. Ja? Okay. Danke. So. Wir führen den Installer wieder aus und tatsächlich sehen wir jetzt hier, dass er auch die Contao 4.4 Version erkennt an der Stelle. Wir versuchen uns dann in das Backend einzuloggen. Einmal neu laden. So, wir sehen jetzt hier unten, dass wir eine 4.4er Version laufen haben, während wir in der anderen Umgebung hier weiterhin die 4.5er Version laufen haben. Jetzt war ich hier gerade ausgeloggt. Und genau, also ich kann diese Dinge relativ einfach parallel halt betreiben. So, was wir uns jetzt anschauen wollen, das ist jetzt schön und nett, dann kann ich halt verschiedene Contao Demo Setups installieren oder auch eine clean Contao Installation. Aber wie kann ich jetzt halt ein eigenes Modul dafür entwickeln oder Module austesten und halt arbeiten? Die eine Möglichkeit ist, wenn ich halt einfach nur gucken möchte, ich habe von irgendeinem Modul gehört und möchte das vielleicht mal ausprobieren, also gar nicht jetzt halt konkret entwickeln, dann kann ich, also das Setup kommt mit dem Contao Manager daher. Der funktioniert dann halt, oder sollte zumindest halt out of the box dann halt auch funktionieren. Und darüber kann ich dann halt ganz normal, wie ich das dann halt gewohnt bin, halt auch Contao Bundles halt nachladen. So. Nein, nicht den. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, den Cloud Resolver wegzuklicken. Unter, worunter? Achso, da. Wie bitte? Okay. Gut. Das MacBook hat ja genug RAM zur Verfügung. Ja, hier sehe ich jetzt auch nochmal, dass jetzt hier die 4.4er Version dann halt zur Verfügung steht, und die ganzen Sachen, die halt installiert sind. Und jetzt kann ich dann halt über die Suche dann halt auch ganz normal irgendeinen Bundle nachinstallieren. Irgendeinen Vorschlag? Oder wollen wir das gerade skippen und gucken wir uns. Ich glaube, interessanter ist eigentlich, wie wir jetzt ein eigenes Modul dann halt einbinden können, richtig? Gut. So, was wir jetzt machen ist, wir haben jetzt ja bisher hier nur unsere beiden Docker Compose YAMLs dann halt drin. Ich glaube, ich habe noch den Clone Command. So, genau. Den Clone Command für das Skeleton Bundle hier in meiner History. Das laden wir uns jetzt halt dann gerade runter. Und fangen schon mal an, unsere Konfigurationsdatei zu bearbeiten, weil was wir jetzt halt machen müssen, ist dieses Bundle, das müssen wir jetzt ja dann halt bei uns in den Container halt reinholen. Und dafür kann ich jetzt halt ein lokales Verzeichnis dann halt in den PHP-Container halt reinmounten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ist denn der Name, den er angelegt hat. So, das ist das Skeleton Bundle. Und das laden wir jetzt nach war www.share zum Beispiel einfach und dann Skeleton Bundle.
Ja, also haben es quasi außerhalb der Contao-Installation dann jetzt hier laufen. So, da drücke ich jetzt Speichern. Und lasse den Container einfach neu createn. So, jetzt gehen wir in den Contao-Container rein. Na, Exit. Exit sollte ich hier schon haben. Ja, jetzt führen wir nicht einfach nur ein Command im Contao-Container aus, sondern jetzt connecten wir uns zum Contao-PHP-Container. Das ist der Contao 4. Jetzt sind wir hier drin, sind auf WWW Shape Project. Muss hier anschauen, hier liegt jetzt halt das Contao drin und wenn wir eine Ebene höher gehen, wenn es denn diesmal funktioniert hat, dann sollte jetzt hier auch das Skeleton Bundle halt drin liegen. Das ist wunderbar. So. Da ich mir die ganzen Sachen nicht immer eins zu eins merken kann, gehe ich zurück zu meiner README-Datei. Weil was ich jetzt ja machen muss, jetzt habe ich zwar das Bundle halt reingeladen, aber muss ja noch mit Contao und Composer dann halt irgendwie verknüpft werden. So. Gibt es dafür einen Composer-Befehl, mit dem ich das quasi on the fly machen kann, ohne im Container die Composer-JSON dann halt manuell zu bearbeiten. So, ich nehme jetzt ich kopiere jetzt diesen Befehl und erläutere den jetzt auch dann dabei, während ich ihn anpasse. Das mache ich jetzt hier unten, weil da sind wir im Container drin. Ja, also wir führen wieder etwas in dem PHP-Container aus. Dann rufen wir den Composer-Config-Command auf und fügen quasi ein neues Skeleton, ein neues Repository hinzu und geben den Pfad dazu an. So, das können wir uns jetzt quasi hier drin dann halt auch anschauen, wenn wir hier zurück reingehen und Cut Composer JSON machen, dann sehen wir, dass wir ganz am Ende dass wir jetzt hier ein Repository halt hinzugefügt haben an der Stelle. Das heißt, der ist jetzt dann damit dann halt verbunden. Und was wir jetzt dann halt noch machen müssen, ist, so, müssen das jetzt aber noch einmal dann halt das Bundle dann halt auch requiren. So, Contao Skeleton Bundle. Und da bin ich nämlich gestern drauf reingefallen, so Dev Master. Sonst funktioniert das nicht. Ah ja, danke fürs Aufpassen. So. Ja, jetzt führen wir einfach einen Composer Require Command aus. Und das Wichtige ist jetzt eigentlich, ich habe jetzt hier lokal das Bundle halt zur Verfügung, kann jetzt halt hier drin meine Änderungen vornehmen und die sind halt instant dann halt auch im Container dann halt vorhanden. Wenn ich jetzt die zweite Docker Compose YAML auch noch anpasse, da das Bundle auch reinlade, dann kann ich mein Bundle gleichzeitig in Contao 4.4 und in 4.5 testen. So. Mal schneller. Werft ruhig einfach schon mal Fragen so zwischendurch rein, wenn Composer noch am Installieren ist, oder? Genau, ich kann jetzt hier einfach hingehen, mache das Skeleton Bundle auf und zum Beispiel, wahrscheinlich, wir haben jetzt glaube ich die 4.5er gehabt, wird es, ja, wahrscheinlich wird er jetzt sogar meckern, weil er hier halt angibt, der Leo, dass die 4.4er Version required ist. Ne, wobei wir haben es auf Contao 4 quasi, wir haben ja die 4.4er jetzt halt genommen gehabt für diesen Container. Und wenn ich jetzt hier meine Änderungen mache, die sind halt direkt im Container verfügbar. Das Skeleton Bundle macht jetzt relativ wenig. Ich meine, man kann es jetzt gleich mal so machen, indem wir einfach was kaputt machen. Dann sollte ja auch das System dann, weil ich nicht weiß, wie es halt hier gerade eingebunden ist. Also ich habe mir das Skeleton Bundle jetzt nicht genau angeschaut gehabt, ob das überhaupt irgendwas macht. Ja, die Verbindung scheint gerade sehr langsam zu sein. Ah, danke. Ah, so jetzt geht's vorwärts.
Ja. So, machen wir jetzt direkt. Ich möchte jetzt gerade nur einmal zeigen, weil er jetzt ja gerade fertig ist. So, wenn wir den jetzt hier neu laden. Also. Ja, wir sehen jetzt hier, dass der Composer-Command halt successful war. Und wenn wir das jetzt hier wieder wegklicken, dann sollte ganz am unteren Ende halt auch stehen, dass wir das Contaro-Skeleton-Bundle halt aktiviert haben. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt auf meinem Host-System verfügbar. Hier habe ich jetzt einen Atom-Editor, aber jetzt könnt ihr auch mit PHP-Storm oder sowas dann halt on the fly arbeiten. Die Sachen sind instant im Container verfügbar. Spawnt einfach eine zweite Docker-Compose-YAML. Ihr könnt in Contaro 4.4 und 4.5 dann halt direkt on the fly testen. Macht zum Beispiel auch Sinn, vielleicht dann halt Kompatibilitätschecks zu machen. Sprich, ich habe einmal eine cleane Contaro 4.4-Installation und dann habe ich vielleicht noch eine Contaro 4.4-Installation, wo ich dann über den Contaro Manager dann halt mir noch irgendeinen Bundle dann halt mit reinlade, um halt zu gucken, ob das dann halt mit diesem anderen Bundle dann halt auch funktioniert. So, jetzt war die Frage, wie ist das Contaro und sowas dann halt überhaupt da reinkommt in diesen Container, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. So, gucken wir uns an, wie so ein Docker-File ausschaut. So, was ich hier jetzt mache, das ist das Docker-File und mit diesem Docker-File kann ich einen Container-Image bauen. So, wir sehen jetzt hier zu Beginn, wir extenden jetzt von uns halt ein PHP-Image. Dieses PHP-Image kommt jetzt aber nicht, macht nicht irgendwie viele Dinge oder sowas, sondern das ist eigentlich das Standard-PHP-Image von Docker selber, also eins von den Officials. Und das Einzige, was wir hier gemacht haben, ist halt Composer zu installieren und ein paar gängige Extensions zu aktivieren, die halt in der Regel dann halt aus sind, sodass man sich diese Wege dann halt direkt sparen kann. Wir haben als nächstes hier eine Zeile arg. Das ist halt, wenn ich das Dockerfile baue, kann ich ein Argument angeben, welche Version für Contaro ich bauen möchte, also 4.4, 4.5 oder 4.3 zum Beispiel. Wenn ich nichts setze, dann wird halt einfach jetzt hier 4.4 genommen, weil es halt die LTS-Variante ist. Wir definieren als nächstes ein Workdir. Das ist quasi da, wo jetzt dann die nachfolgenden Befehle drin ausgeführt werden. Und jetzt kommen diese ganzen Run-Zeilen. Und hier werden jetzt halt ganz normal, als wenn ihr quasi in einem Linux-Image oder sowas halt arbeitet, halt Befehle ausgeführt. Das heißt, was wir hier jetzt machen, das, was ihr wahrscheinlich auch schon oft gemacht habt, ist einfach ein Composer Create Project für die Manage Edition halt auszuführen. Ja? Dadurch ist Contaro dann in dem Moment dann halt verfügbar. Machen dann halt ein paar Anpassungen bezüglich Rechte, dann noch was Spezielles halt bezüglich des Temp-Verzeichnisses, weil wenn man das als Root installiert, dann wird da halt im Temp-Verzeichnis was angelegt, was nachher das System kaputt macht. Wir laden auch noch den Contaro Manager nach. Dann eine leichte Anpassung, dass wir halt Bin Console bei uns dann direkt zur Verfügung haben und holen uns dann halt aus dem Repository hier noch ein paar Konfigurationsdateien dann halt rein, sprich das Installer-Skript, was die Contaro-Demo dann halt nachinstalliert, weil ich kann das ja als clean Contaro-Installation nutzen oder aber halt auch als präkonfigurierte Demo-Variante. So, und das passiert in diesem Das ist in diesem Docker-Build-File, das ist quasi die Instruktionsdatei. Und das, was ich jetzt dann halt machen muss, ich glaube, das habe ich sogar hier der Folie auch noch drauf. Genau. Ich würde jetzt in das Verzeichnis halt gehen und da rufe ich halt auf Docker-Build. Dann gebe ich an, wie dieses Image dann halt heißen soll. Also jetzt in unserem Fall CTS Media Contaro. Gebe die Version an. Und gebe noch das Bildargument an. So, und dann läuft der halt durch. Das dauert dann halt 2 Minuten oder 3 Minuten. Und dann habe ich einen fertig gebauten Contaro-Container, wo das Contaro quasi schon vorinstalliert drin ist. Das, was ich jetzt dann halt noch mache, also wir haben die Docker-Contaro-Systeme, ihr müsst das jetzt nicht für jede Version oder sowas selber machen. Wir haben die meisten schon vorgebaut. Aber wahrscheinlich bin ich nicht immer super aktuell. Das heißt, kann auch sein, mal, wenn eine neue Version draus ist und nicht 2 Wochen lang das nicht mitbekommen habe oder sowas, dann habe ich die halt noch nicht gepusht. Was wir jetzt machen, ist, wir pushen die nach Docker Hub. Das ist ein Public Repository, wo halt offene Images halt drin liegen. Und was ihr jetzt dann halt einfach machen könnt, ihr ladet euch diese Docker Compose YAML aus dem Repository runter. Und wenn ihr diesen Docker Compose Up Command aufruft, dann seht,
guckt er ja rein. Okay, hier wird dieses CTS Media Base Image verwendet und hier wird CTS Media Contao LTS verwendet. So, und Docker guckt dann, habe ich dieses Image lokal bei mir im Cache halt schon vorliegen? Dann geht es so schnell, wie es bei mir eben gegangen ist, wenn man nicht alles vorher halt verhunzt hat mit Namensbezeichnung und sowas, ja. Dann ist das Ding innerhalb von 2 Sekunden dann halt hochgefahren. Und wenn man das Image noch nicht vorliegen hat, dann führt er im Hintergrund einen Docker-Pull aus. Das heißt, er lädt das Image dann halt runter und damit steht es dann halt bei euch dann halt im Cache dann halt zur Verfügung. Was da vielleicht noch sehr interessant ist, also ich finde es zumindest halt sehr interessant, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, diese ganzen Run-Zeilen, die wir hier drin haben, die heißen bei Docker heißen die Layers und die bauen damit ein Caching-System auf. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Docker, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn ihr jetzt sowas zusammenbaut, das dauert ja vielleicht etwas, bis das dann halt out of the box funktioniert, bis man die richtigen Befehle hat. Also wenn ich jetzt so ein Docker-Image bauen möchte, dann würde ich jetzt, also ich würde jetzt halt hingehen, würde mir halt mein funktionierendes Basis-Image nehmen, würde das dann halt ausführen. Ja, das kann ich jetzt eigentlich mal gerade machen. So. Ich mache jetzt hier Docker Run. Das muss eigentlich, glaube ich, so funktionieren. So, genau. Jetzt habe ich keine Shell aufgemacht. Ja, jetzt habe ich dieses Basis-Image genommen und probiere jetzt meine Befehle aus. Also in einem laufenden Container probiere ich jetzt diese Befehle aus und wenn ich weiß, okay, diese Reihenfolge funktioniert für mich, dann übertrage ich das halt hier rüber in dieses Docker-Build-File und habe nicht das Problem, dass ich jedes Mal Docker-Build ausführen muss, den Container starten muss und gucken muss, ah nee, da habe ich jetzt irgendwas vergessen oder sowas kaputt gemacht. Ich kann das quasi einmal alles für mich dann halt durchtesten und übernehme diese Befehle dann halt hier drüber. Das Gute ist, Docker arbeitet mit diesen Layers, das heißt, wenn ich jetzt im Nachhinein was hinzufüge, jetzt hier ganz am Ende noch irgendwie eine Datei oder sowas, dann hat es jede dieser einzelnen Zeilen halt hier schon gecached gehabt. Und das gilt dann auch übergreifend, wenn ich auch eine neue Version halt tagge, alles was jetzt in dem Fall, hier ist es jetzt nicht sonderlich praktisch, weil wir das Composer Create Project halt relativ am Anfang ausführen, aber alle Zeilen, die halt hier schon stattgefunden haben, liegen schon im Docker-Cache drin und dann dauert es halt nicht minutenlang oder sowas, bis diese ganzen Dinge dann halt ausgeführt sind. Genau, das ist dieses Problem, was ich mit dieser Ein-Container-Strategie auch meinte. Ich meine, hier führen wir halt einen Befehl halt aus und dann passt das, aber wenn du halt die Sachen dann halt, die Dateien halt reinlädst, wie gesagt, diese Layer, die liegen halt auch übereinander. Das heißt, jedes Mal, wenn du was hinzufügst, dann ist der vorherige Layer noch da und dadurch blähen sich diese Images dann halt nachher dann halt ziemlich groß auf. Hast du das denn mit einem Docker-Build-File gemacht oder hast du mit Docker-Export dann halt gearbeitet, wo du die Sachen halt jedes Mal dann aktualisiert hast daraus? Ja. Also was wir halt machen, wie gesagt, das ist jetzt hier geeignet für Modulentwicklung. Wenn du an einer eigenen Webseite dann halt arbeitest, dann empfehle ich halt nicht nur irgendwie das Bundle oder sowas halt reinzuladen, sondern dann hast du dein Contao-Setup halt bei dir dann halt liegen und mountest das in den Container rein. Das, was wir gerade mit dem Bundle halt gemacht haben, ja, das heißt, das Image bleibt lean, das bleibt dann relativ schlank, weil da sind keine Media-Files drin, keine Datenbank-Dumps oder sonst irgendwas. Das hast du dann in deinem Repository oder wo halt auch immer.
Und das mountest du dann halt über diese Volumes, also über diesen Part dann halt hier, in dein Setup dann entsprechend dann an die Stelle dann halt rein, wo du es dann halt benötigst. Und dann kannst du, wenn du das dann halt dann noch integrieren musst, führst du halt einfach, danke, einen Post-Command dann halt aus, so wie wir das jetzt hier quasi auch mit diesem Install-Demo-Script dann halt gemacht haben. Also hier habe ich es quasi so gemacht, wie du dann halt auch. Ich habe die Demo, die liegt hier im Contao-Container dann halt drin, weil das soll halt ein Setup sein, was halt out of the box funktioniert und nicht, wo man dann halt noch irgendwie sich die Demo runterladen muss und die dann halt mounten muss. Wenn du aber an einem eigenen Projekt arbeitest, dann solltest du diesen Weg dann halt tatsächlich gehen. Und wir machen es bei uns dann tatsächlich auch so, also wir haben noch Task-Manager dann, die halt die Dev-Umgebung halt lokal synchronisieren dann halt können und wo die Sachen dann halt reingemountet werden in den Docker-Container, damit die dann halt weiterhin schlank bleiben.